Jo Leute, was geht ab? Hier ist Alicia. Ihr seid hier bei den Top Tier News und mittlerweile, da wisst ihr ja, wie es läuft. Genau hier kriegt ihr die nicesten Infos aus dem Deutschrap-Game. Aber ihr erfahrt doch, was in den USA und allgemein international abgeht. Und eine Sache, die kriegt ihr nur hier. Ihr erfahrt, was so abgeht im Battle-Rap-Kosmos, nämlich von Magda. Also Leute, bleibt dran. Auch diese Woche hat Nina wieder für euch alle Infos, was so abging im Deutschrap-Game. Und ich sag euch eine Sache, es geht um lang erwartete Alben und um sehr viel mehr Eistee. Also Nina, erzähl uns, was so abging. Danke, Alicia. Diese Woche war richtig was los bei Deutschrap. Juju beschenkt Schwester Eva mit einem ihrer lilanen Samt-Jogginganzüge ihrer brandneuen 44-Kollektion. Haftbefehl bringt zusammen mit Ken Life Drinks seine eigene Eistee-Marke auf den Markt. Diese wird Hafti heißen und die erste Sorte ist Lemon OG. Wann genau der Eistee erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt, aber seht selbst. Genetik releaste gestern nicht nur sein neues Album MDNA, sondern direkt noch eine Single mit dem Titel Supernova. Der Rapper kündigte vorher an, seine Maske fallen zu lassen in dem Video. Dies war wohl aber eher auf den Inhalt bezogen. Am 27.08. ist es soweit. Desperados 3 von PA Sports und Kianush erscheint. Nun hat PA Sports auf seinem Instagram-Kanal ein Unboxing gepostet. Shirin und Shindy haben ihre Differenzen bereits vor einigen Monaten beiseite gelegt. Nun fragen sich die User, ob Shindy vielleicht sogar auf dem bald erscheinenden Album Bitches brauchen Rap von Shirin vertreten sein wird. Shindy beantwortet das in seiner Instagram-Story mit folgenden Worten. Wenn die Bitches mich brauchen, ja. AK außer Kontrolle scheint zurück. Der Rapper releaste seine letzte Single im Mai. Jetzt hat er alle Beiträge bei Instagram gelöscht, bis auf einen. Ob das eventuell ein neues Album bedeutet? Wir wissen es nicht. Ich hatte es letztens schon in den News angesprochen. Jetzt ist es raus. Shindy kündigt ein neues Album an. Auf die Frage eines Users, ob man sich auf ein Album freuen kann, antwortet der Rapper klipp und klar mit Ja. 18 Karat stellt uns Lia vor. Sein neuestes Signing. Auf der neuesten Single Dämonen kann die junge Dame überzeugen. Wir sind gespannt, was von ihr noch kommt. Bad Moms J droppt ihre Boxinhalte. In der Box ein Bademantel und eine Boxershort. Ihr Album Bad Moms erscheint am 17.09. In letzter Zeit kursierten einige Gerüchte darüber, was Farid Bang und Elif in der Türkei so machen. Jetzt ist es klar. Die beiden releasten gestern ihre neue Single Money 2. Check das ab. Kollega ist bekannt für neue Ideen. Jetzt liefert der Rapper Zigarrenpausenbars im ASMR-Style. Ist auf jeden Fall mal was Neues. Viele haben vermutet, dass Kool Savas auf RR-König Echo Fresh disst. Doch Echo stellt jetzt bei Nice or Scheiß klar, dass dies nicht der Fall ist. Auch Savas postet nur Liebe und Frieden für Echo. Apache scheint zurück. Er selbst hat es zwar noch nicht angekündigt, wenn man aber auf Amazon recherchiert, findet man Kapitel 1 des Too Sad to Disco Bundles. In der Beschreibung steht, es seien 3 Songs darauf. Was das genau wird, bleibt abzuwarten. Katja kündigte vor kurzem ihr drittes Studioalbum Pussy Power inklusive Limited Edition Fanbox an. Jetzt hat sie laut eigenen Angaben bereits 10.000 Exemplare verkauft. Das macht einen Umsatz von fast 500.000 Euro. Wir gratulieren. Raf Kamora droht Strafe wegen Handynutzung am Steuer. Der Rapper postete eine Instagram-Story auf der Autobahn mit 208 km/h auf dem Tacho. Jetzt berichtet der Society-Reporter über den rasenden Raf. Der Rapper scheint davon nicht besonders begeistert. Shirin David hat laut eigenen Angaben bereits 20 Millionen Vorbestellungen für ihren Dirty, der in 3 Sorten am 16.08. erscheint. Wir gratulieren. Das war's von mir diese Woche. Ich gebe zurück zu Alicia ins Studio. So Leute, und was soll ich euch sagen? Kanye West hat sein Album immer noch nicht gedroppt, aber dazu erzählt euch Christina gleich mehr, denn sie weiß, was in den USA und allgemein international abging. Ich sage nur so viel, Nas ist auch noch dabei, es gibt eine kleine Story über Eminem. Also Christina, gib ihm. Danke Alicia, was diese Woche bei den Amis abging, erfahrt ihr jetzt. Kanye West zog vor einigen Wochen in die Mercedes-Benz Arena in Atlanta ein, um an seinem Album Donda zu arbeiten. Laut dem Rapper Casey, der auch an Donda mitarbeiten soll, plant Kanye in eine andere Arena zu ziehen. Dies verkündete der Rapper auf Twitter. Um Kanyes Kreativität ein bisschen anzukurbeln, bietet die Erotikfilmproduktion Cam Soda dem Rapper Folgendes an. Der Vizepräsident von Cam Soda, Darren Parker, richtet sich in einem Brief an Kanye. Er bietet dem Rapper einen Elite-VIP-Zugang an, damit er seine volle Energie in das Album investieren kann. Ob Kanye das Angebot annimmt und wann Donda released wird, ist derzeit unklar. Während viele Musikfans letzten Freitag auf Kanye Wests Album gewartet haben, zog ein anderer Künstler die komplette Aufmerksamkeit auf sich.
Letzte Woche veröffentlichte Rap-Legende Nas die Fortsetzung seines Grammy-prämierten Albums King's Disease. Auf King's Disease 2 wird wie beim ersten Teil Hit-Boy neben Nas als ausführender Produzent aufgeführt. Auf dem Album geben sich einige Hip-Hop-Größen wie Lauryn Hill und Eminem die Ehre. Jack Harlow war bei dem YouTube-Format Over Under von Pitchfork zu Gast. In dem Format hat er Dinge danach bewertet, ob sie über- oder unterbewertet sind. Rapper Eminem kam auch zur Sprache, zu dem er nur Positives zu sagen hatte. Seiner Meinung nach würde Eminem von der jüngeren Generation deutlich unterbewertet werden, weil sie nicht das Verständnis davon hätten, was er zu seiner Zeit repräsentierte. Das komplette Interview findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Pitchfork. Eminems Mentor und Entdecker Dr. Dre scheint fleißig an seinem Album zu arbeiten. Rap-Legende Grandmaster Flash scheint erste Einblicke in Dres neues Werk bekommen zu haben und ist überzeugt davon, dass das neue Album das komplette Hip-Hop-Game verändern werde. Wir sind gespannt. Lil Baby veranstaltete am Sonntagnachmittag einen Back-to-School-Drive. Dort schenkte er SchülerInnen aus Atlanta Schulbedarf, Klamotten und Laptops, um ihre Eltern zum Schulstart finanziell zu entlasten. Wir applaudieren Lil Baby für diese tolle Aktion. Zum Schluss habe ich noch einen ganz besonderen TV-Tipp für euch. Auf Disney Plus könnt ihr ab sofort die sechsteilige Doku-Serie Hip-Hop Uncovered streamen. Die Serie beleuchtet die Geschichte der Hip-Hop-Kultur und zeigt die Entwicklung zu dem erfolgreichsten Musikgenre der Welt auf. Viele bekannte Gesichter wie Snoop Dogg kommen in der Doku zu Wort. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und gebe somit zurück ins Studio an Alicia. Ich habe euch ja letzte Woche erzählt, dass unsere Magda in der Jury war bei einer Battle-Rap-Veranstaltung. Wie das Ganze gelaufen ist, das erzählt sie euch jetzt. Und es gibt natürlich auch ein paar exklusive Bilder, exklusive Infos von Magda für euch. Es war endlich soweit. Das Pandemieturnier von Hiptonside hatte seinen Höhepunkt. Vergangenen Dienstag war die Live-Veranstaltung im Sisyphus. Und ich war natürlich da, da ich ja natürlich auch gejudged habe. Die beiden Finalisten Craze und Flake machten uns es in der Jury natürlich nicht leicht, für wen wir jetzt stimmen sollten, denn es war ein ziemlicher Clash of Styles. Lächerliche Punchen, also was willst du dich hier trauen? Du stehst sogar im Schatten vom Turnierbaum. Punkto Softness hat er das Mikasch-Attribut. Bei Sympathie ist ein bisschen Lyriko im Blut in Sachen. Aber denen geht sie raus auf Niederlipp ein bisschen. Magic und Hotzen für den gewieften Witz. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Oscar bedanken für die gut organisierte Show. Umso trauriger macht es mich, dass du am Dienstag bekannt gegeben hast, dass es deine letzte Show von Hiptonside war. Du verlässt nämlich das Team. Ich wünsche dir an dieser Stelle alles Gute auf deinen weiteren Wegen und viel Glück bei deinen neuen Projekten. Unsere letzte Show ist jetzt schon einige Monate her, aber am 2. Februar letzten Jahres war diese. Und dort gab es ein richtig nices Match zwischen Chrome und Murat Klein. Dieses Battle hat mittlerweile über 100.000k. Bei diesem Video geben die beiden sich richtig böse auf dem Beat von Mein Block von Sido damals. Aber schaut mal rein. Bei Beinehundesohn, du hast ja gar keinen Bock. Du kommst aus dem Einfamilienhaus und ich aus dem Block. Alles klar, Digga, ich mach Hip-Hop, weil ich dich mit den Zeilen weghaue und du, ich sag weiter Stopp. Ja, du kommst wirklich aus dem Block. Deine Mama fickt dich im 17. Stock. Also komm mir nicht so, was soll das sein? Fick dich, Nutte, Murat Klein. Murat Klein hat zum Dank dieser 100k ein Instagram-Exclusive-Video aufgenommen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Mein Leben war immer nur düster und nicht farbenfroh wie Jelly Beans. Ihr seid so lost wie Tom Hanks in Castaway. Ich bin Generation Chronic, smoke weed every day. Das komplette Video gibt es natürlich bei Murat Klein auf seiner Instagram-Seite. Checkt die auf jeden Fall mal aus. Aber nicht nur bei Murat gab es Neuigkeiten. Nein, auch Chrome war mit seinem besten Freund Phasers im Studio und hat dort einige Tracks aufgenommen. Wie ich von den beiden vernommen habe, sitzen sie wohl gerade an einem Album. Sie nehmen jetzt regelmäßig was im Studio auf und haben sogar schon ein Musikvideo gedreht. Das erste Release ist wohl in den Startlöchern und ich freue mich wirklich darauf. Denn wie die beiden musikalisch harmonieren, haben sie ja bereits in der Cypher unter Beweis gestellt. Hier ein kleiner Ausschnitt. Wird zerfetzt, gemein doch gerecht, alleine schon fresh und zu zweit, der ist komplett Chrom und Phasers. So, Digga, geht das? Ihr versteht das? Chrom und Phasers, wir sind Chrom und Phasers. Ein genaues Release-Datum gibt es wie gesagt noch nicht, aber falls es soweit ist, erfahrt ihr es natürlich hier. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Wer erinnert sich nicht gerne an das Battle Lars vs. Drop Dynamic? Ich glaube, wenn man die breite Masse fragen würde, welches Battle hast du in Deutschland jemals gesehen, kommt von vielen Lars vs. Drop. Fragen wir uns Battle-Rap-Nerds,
Welchen Battle-MC würdest du gerne mal wieder auf der Bühne sehen, kommt von vielen wahrscheinlich die Antwort Lars. Einen kleinen Vorgeschmack, wie sowas aussehen würde, gab es vergangene Woche in dem TV-Format Wer steht mir die Show. Dort waren nämlich Lars zu Gast und gab Bastian Pastewka, Joko Winterscheid und Teddy ein paar Lines mit. Ich fand es wirklich sehr nice, das mal wieder zu sehen, nachdem er ja schon Haftbefehl beim Red Bull Soundclash ein paar Lines mitgegeben hat. Dies macht auf jeden Fall Bock und ich hätte auf jeden Fall natürlich auch wieder Lust, ein Battle von Lars zu sehen, aber wer hat das nicht? Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr auch Lust darauf habt. Kommen wir nun zu einer sehr erfreulichen Nachricht. Wie ich in meinem Instagram-Feed gesehen habe, ist Farbiger Vater geworden. Farbiger ist ja ein Battle-MC auch aus unserer Szene hier, der schon einige Rhythm-Battles bei Diltily abgerissen hat, der Kameramann bei BAB war und er hat sogar auch einmal im Freestyle-Battle teilgenommen, damals in Dortmund gegen Chrom. Dem Bild nach zu urteilen ist sein Kind schon etwas älter, aber ich habe es jetzt erst entdeckt und Farbiger, ich wünsche dir an dieser Stelle alles Gute zu deinem kleinen Release und viel Glück und Gesundheit für deine Familie. Euch allen da draußen wünsche ich ein schönes Wochenende bzw. eine schöne Restwoche. Seid lieb zueinander. Mein Name ist Magda und zurück ins Studio zu Alicia. Und wir sind schon wieder am Ende. Das waren die Top-Tier-News heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Aber was mich übertrieben interessiert, ist euer Feedback. Schreibt es doch mal in die Kommentare, damit wir uns auch noch immer weiter verbessern und für euch einfach nicen Content machen. Also bis nächste Woche.